Ey, ich fange noch gleich an aufzurasten. Aura auf. Nein! Das habe ich die falsche gehalten. Ey, das Vieh muss irgendwann mal tot sein. Jawohl, Greifflug und ja, am meisten HP. Ich sterbe mir am wenigsten, wenn die tot. Also, wenn die jetzt angreift. Ich. Nein! Das habe ich schon wieder einen Fehler gemacht. Das gibt's nicht. Ich drücke hier viel zu schnell. Ey, das verdammte Hurensohn geht mir so auf die Nerven. Ja, ist klar. Also, wenn ich es jetzt nicht hinkriege, kriege ich einen Anfall. Greifluke an, die hat am meisten AP. Und endlich habe ich es auf die Reihe bekommen, mich richtig zu holen. Den richtigen zu holen. Ein P-Sauger. Boah, Drecksack. Endlich ist vorbei. Ja. Hat lang gedauert, aber es ist vollbracht. Und ein bisschen über die Brücke. Unten laden, ey. Bitte verkaufen mir irgendwas. Ja, erstmal Beleber. Ach, 10 Stück. Das war ja wirklich extrem peinlicher Kampf. Naja, abhaken. Vorbei. Wohnhaus. Was Interessantes. Fionas Villa. Okay. Da unten ist gleich die nächste Stadt. Café. Tatas Haus. Ältestenhaus. Wo muss eigentlich Ossi hin? Zauberwald. Oh, Frösche. Aber ich glaube, ich gehe doch nochmal raus. Und nehme eine Unterkunft und gehe dann rein. Oh. Ich glaube zwar nicht, dass die Frösche hier ziemlich stark sind, aber... Wow. Nee, sind eigentlich ziemlich stark die Gegner. Und endlich mal wieder vier, die nicht zaubermun sind. Es ging vorhin in den letzten Teilen in dieser Grotte, wer es gesehen hat, mir ziemlich auf die Nerven. Und Feuer. So, auch so geil. Da kämpfe ich gegen voll einen starken Skelett, Warrior, weiß ja gar nicht, was sein soll. Jetzt sind das so Billigviecher, die sich gegenseitig fertig machen. Okay, interessant. Was sind das für Egoisten? Fehlen mir echt die Worte, was die greifen ihren eigenen Leute an. Ich weiß es nicht. Ja, und der Schaden wird auch noch besser. Ja, und Kohle gibt es endlich auch mal. Ja, Tonic Media. Gut, gut, gut. Uch, so ein Frosch ist hier aufgebladert. So, greifen wir mal wieder diese Egoisten an. Sehen, ob du wieder seine eigenen Leute angreift. Um seine Haut zu retten. Ja.
schon ein bisschen dreist irgendwie. Und Feuer. So, hat der denn eine Krawatte an oder was ist das? Tatsache, der hat eine Krawatte an. Was soll es die Zunge sein? Ich glaube, es ist die Zunge, aber ich habe echt im ersten Mal gedacht, es wäre eine Krawatte. Oh mein. Wäre auch zu geil gewesen, Frösche mit der Krawatte. Kunft halten. Noch ein Frosch. Ein Frosch. Na bitte. Wenn er den Mut hat. Wäre aber wirklich geil, wenn das hier eine Krawatte wäre. Frosche bei der Arbeit. Sind bestimmt Autoverkäufer. Boing. Sam. Mehr Frösche. Sag ich, wofür gibt's denn mit diesen Viechern hier? Es ist so geil, dass er seine eigenen Leute angreift. Das vereinfacht das Level einiges. So, du greifst auch greifst den Schlange an. Du machst Eis auf den auf die Schlange, weil die Schlange wieder selbst angegriffen hat. Oh Mann, ist das geil. Und das war's mit der Schlange. Huch, wo bin ich jetzt gelandet? Geiles Versteck. Wer wohnt denn hier? Magieschall halten. Wer ist da? Kermit ist da! Kermit ist wieder da. Du Chrono, bist du hier, um deine Fähigkeiten im Fechten zu verbessern? Wie, der König ist verletzt. Ich verstehe. Bitte geh. All die Weile ich nichts tun kann. Okay, Frog, was los? Der Held bin ich nicht. Nichtig sind meine Taten. Och, armer Frog. Na komm, komm, lass den Kopf nicht hängen. Komm wieder mit. Dann flennen halt. Warum bin ich jetzt durch diesen scheiß Wald gelaufen? Wie werde ich umsonst durch diesen pissverfickten Dreckswald und diesen verhurten Missgeburten an Viechern durchgelaufen, nur zu erfahren, dass der scheiß Kermit hier irgendeiner Scheiße hinterher trauert, die es mir sowas von am Arsch vorbeigeht? Meine Fresse, was hat der Probleme? Was hat der Tag oder was? Soll ich das so haben und mitgehen? Ja, ja. Ey, gottverdammte Scheiße, ey. Diese fellverfickten Schlampen, ey. Diese Schlangennerven, ey. Ich spüre gerade Aggression über aufsteigen. Nee, ey, ich glaube, es ist vorbei. Das ist Mist. Echt. Oh, nein. Sehr.
Verreck, du versiffte Dreckschlange!